Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück aus dem Ahorn Wildtierpark. Ja, bei größtem Regen hier, absolut furchtbar, wie es hier schüttet gerade. Da hat wirklich Kanada alle Poren geöffnet. Gerade, ich muss immer noch sagen, ich habe es jetzt gerade wieder von oben gesehen, dieses Gehege ist so, so schön, das ist unfassbar. Das haben wir echt gut hingekriegt letzte Folge. Vor allem, ich finde es halt einfach abgerundet mit dem Blumenbeet hier und da mit den zwei Pflanzen hier. Es sieht einfach abgerundet aus, finde ich. Und das macht schon schön. Ist da eigentlich schon Geld dran? Ja, 10 Euro. 10 Dollar, Entschuldigung. Die Aussichtsplattform beim Bison, 0. Das interessiert gar niemanden. Na gut, würde mich jetzt aber auch nicht wundern, dass bei dem Wetter niemand einzahlt. Wir haben nochmal Bison hier vorne. 400 Euro. 400 Dollar. Also der Tiertalk funktioniert schon mal gut, würde ich sagen. So. Beim Wolf sieht es wie folgt aus. 410, okay, ist auch nicht schlecht. Sehen Sie es hier gerade überhaupt von hier? Nachdem wo der Wolf ist, ne? Oh, sind beide im Haus hinten drin. Haben beide keinen Bock, bei dem Wetter rauszugehen. Letzter. Vielleicht. Noch nicht so ganz. Okay, na gut. Halt in deinem Zoo mindestens zwei Tierarten in Vivarien. Das sollte doch machbar sein. Das sollte doch machbar sein. Oh, das ist natürlich jetzt perfekt. Jetzt sehe ich es gerade hinten. Das ist ein guter Thumbnail eigentlich. Junge, das ist ein Traumshot mit den ganzen Zuschauern im Hintergrund. Ah, da ist die Mauer ein bisschen zu hoch. Aber es ist natürlich super, dass er hier liegt, während die hier reden. Liegt da halt der Bison. Schon ein schönes Tier eigentlich. Muss man schon sagen, schon ein schönes Tier. So, wir sollen ein weiteres Vivarium bauen. Das ist natürlich die Frage. Können wir das Ganze mitnehmen? No shit, können wir. Nice. Das lohnt sich doch schon mal. Ja, da passt nicht so ganz hin, aber hier könnte es hinpassen. Natürlich ohne Donaukammmolch dann, um Himmels Willen, ist ja ganz logisch. Okay, da müssen wir auf jeden Fall, damit das funktioniert, so funktioniert es nämlich nicht. Okay, müssen wir erstmal diesen Weg hier weiterbauen. Wege. Das ist das Schöne natürlich, wenn du jetzt natürlich diese Möglichkeit hast. Bin generell dafür, dass wir hier Winkelausrichtung 90 Grad. Nix Holzweg, jawohl. Dass wir da mal so eine Ding bis zum Wasser vorbauen. So einen geraden, so eine Main Street praktisch. Diese Main Street haben.
Genau. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch einen anderen Weg. Wir müssen natürlich andere Gehege auch noch bauen. Das kommt natürlich jetzt dazu. Das Ganze. Genau, so, jetzt fehlt uns natürlich hier wiederum der Weg. Okay, I see. Vivarium rein. Probieren wir es nochmal. Aber ich glaube, so geht's besser. Ich wurde übrigens schon ein bisschen gespoilert. Ganz einfacher Hintergrund. Schauen wir das mal zu vier Ecken hier. Ganz einfacher Hintergrund, dass ich gespoilert wurde. Nächste Kampagne ist mal nicht wieder dasselbe tun, sondern nächste Kampagne ist, wir machen mal ein bisschen was anders. Freue ich mich schon drauf. So, jetzt pass auf. Aber zuerst muss man natürlich hier erstmal jetzt den Ahornpark fertigstellen. Das ist, glaube ich, ganz logisch. Also, für mich zumindest. So. Was hat man da vorne für einen Baum? Was war's? Was bist du für ein Baum gewesen? Eine Ulme. Okay, pass auf. Den brauchen wir auf jeden Fall wieder. Dich, jawohl. Kopieren. Na gut, haben wir erst 8 Minuten heute in der Folge. Es geht ja voll klar. So. Stellen wir hier hin. Dann haben wir Bänke. Genau, so. Ich sehe gerade, dass die Steine nicht mitgegangen sind. Das ist aber in dem Fall, glaube ich, gar nicht so schlimm. Mal kurz leer machen, weil ich noch gar nicht weiß, was da genau reinkommt. Also heute machen wir das, wie gesagt, das Vivarium. Die nächsten 2 Tage werden wieder Gehege gebastelt. Vermute aber eher, dass die nächsten 4 Tage Gehege gebastelt werden. Deswegen, ja. So, jetzt schauen wir mal kurz, welche Tiere wir in der Vivariumsverwaltung noch haben. Keine
Tier zugewiesen. Das ist doch schon mal gut. Markt für Vivarientiere. Oh, wow. Gelbe Anaconda haben wir schon gehabt. Die Todesorten haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Aber in dem Fall nehmen wir sie. Abgeschlossen. Timberwolf Stufe 1. Ah, stopp. Was war das jetzt? Was ist Timberwolf Stufe 1? Kurioses. Beschäftigung durch Spielzeug. Probieren wir es nochmal. Vielleicht kann man so ein bisschen, aber bei so kann man gleich keinen Schneefall erzeugen. Wir haben die Dinge noch. Die Sprengklar, müssen wir mal schauen. Als doch, hä? Das muss ich nicht verstehen. Aber es fällt zumindest nicht auf so. Schaut zumindest nicht so schlecht aus. So. Ja, viel Spielzeug ist das jetzt nicht, oder? Also nicht böse gemeint. Ah, wir sind bei Pan, ja dann. Gönnt euch hier zwei. Ganz direkt anschauen. Okay. Zurück. Zum Ding. Haben wir jetzt die Ding gekauft oder nicht? Doch, haben wir gekauft. Die Farbe.
Jawohl. So. Passt man das auch? Todesauto. Richtig gepasst. Da ist es schon, die ist winzig. Die ist wirklich winzig. Krass. Die Todesotter. So, da muss man natürlich jetzt machen. Geländeweg. Ist logisch, glaube ich. So. Bau. Richtung Natur, Felsen, ja, der passt besser.
So, ein letztes Mal. Sagen, dass wir die und da mal reinschweben. Ist nicht perfekt, aber es schaut gut aus. Finde ich. So, dann haben wir ein weiteres Gehege hier fertig. Beziehungsweise unser zweites Vivarium. Bin sehr, sehr zufrieden. Weil es halt doch einfach reinpasst, mehr oder weniger. Ich bin mit den Gebäuden nicht zufrieden, 0,0, um ehrlich zu sein. Das sind so richtige Betonklötze. Und da schaut das einfach schon, schaut ein bisschen besser aus. Aber ja, shit happens. Shit happens. So, jetzt müssen wir hier noch natürlich dementsprechend Todesotter. Graslandschaft Australien. Ja, wegen den Arbeitsbereichen kommt er nicht hin, deswegen ganz, ganz schlimm. Hier gehört doch dazu. Glückwunsch. Die restlichen Gehege können wir dann nicht mehr dazu. Da müssen wir eigentlich jetzt einen zweiten. Wir müssen mal einen zweiten Tierpfleger noch holen. Aufwerten. Linda Jenkins. So. Dann sind die nämlich ein bisschen besser unterwegs. Genau. So, da müssen wir auf jeden Fall noch so eine Hütte reinstellen irgendwie. Australien, Natur, um das Ganze jetzt schön abzurunden. Kontinent, ozeanisch, Biom, Graslandschaft.
so, dass da noch ein Baum reinpasst. Das hat doch was, schau. Ich finde, das hat was. So, wir brauchen noch Budetia-Palme. Die können wir hier hinstellen. Die kleinere stellen wir hier mit dazu. Wir haben nicht viele Bäume. Affenbrocken, ja, dann hast du gleich. Bam! Ein Stumpen da stehen wie sonst was, Alter. Wir haben noch gemäßigt. So, das letzte, was wir jetzt hier nach hinten noch machen, das ist wieder mal das ganze große Gras hier wegkürzen. So, dass das auch wirklich nach was ausschaut. Sehr schön. Wobei, das müssen wir echt mit Sand machen. Ja, warte mal kurz. Genau, das ist sandfein. Das kriegen wir auch noch hin. So, und dann finde ich, haben wir ein richtig schönes Vivarium mit Otter gebaut. Muss ich einfach straight sagen. Halbe Stunde Folge, passt perfekt. Wir haben das Vivarium wundervoll hinbekommen. Genau, ich bin eigentlich bei euch fürs Zuschauen dafür. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns nächstes Mal wieder hier bei Animal Crossing. Bei Planet Zoo, der Console Edition. Und dann müssen wir da nochmal irgendwas zum Essen reinbauen. Ich habe schon überlegt, ob wir hier so eine Hütte reinbauen, also hierzu. Und dann hier so eine Essensplaza oder so. Oder generell die Hütten hier weiter hinter und davor die Essensplaza. Das wäre vielleicht zu überlegen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Mal kurz schauen. Anscheinend nicht. Das ist echt schade. Ja, müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Bin mir aber sicher, dass wir es hinkriegen. Also wir haben bisher schon mehr hingekriegt, wo ich gesagt hatte, könnte eng werden, dass wir das so hinkriegen, wie wir das wollen. Aber wie gesagt, bisher haben wir noch alles hingekriegt. Und wenn ich mir dieses schöne kleine Vivarium mit Umgebung gerade anschaue, bin ich der Meinung, dass wir sicherlich alles hinkriegen.
Genau, na gut. Damit danke ich fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Nächste Folge geht es dann um die Nyalas, schätze ich mal. Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht noch mit Rappen, Antilope und Co. Bis dahin, Ciao und V, bleibt gesund. Wir sehen uns.